Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit unserem Höhlenprojekt, was immer mehr Ausmaße annimmt, was ich sehr, sehr gut finde. Mit Sick Jawohl. Rick und Mr. Sick am Start und der Creeper. Moinsen. Und der Creeper, der hängt hier gerade im Boden. Oh, oh. Der hängt hier fest an unserem Boden. Also an unserem. Und ehe sich noch Leute mehr beschweren, ich hab letztes Mal. Nee, hä? Was ist denn jetzt? Oh, jetzt kommt er raus. Okay. Ich dachte, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich mir doch einen Sattel machen kann, aber das stimmt gar nicht. Okay. Ach Mann, warum denn das? So, ich war jetzt hier an der Arbeit von unserem kleinen Eck-Discounter, der hier auf dem Marktplatz steht. Obwohl es eigentlich ein Getränkehändler sein sollte anfangs. Mhm. Irgendwie haben wir uns jetzt gedacht, wir machen einen kleinen Laden draus. So ein Corner irgendwie. Ja, aber so ein kleiner Eckladen mit zwei Eingangstüren, das wirkt dann schon wieder wie so ein Konsum, der unten im Haus immer drin war, mit einer Eingangstür und einer Ausgangstür. Ja, klar. Ist ja richtig. Die ändern das aber auch jedes Mal ab. Was? Die Rezepte, meinst du? Ja, ich habe jetzt schon drei verschiedene Rezepte gefunden. Wie der Sattel geht. Ja. Ich bin mir echt unsicher, ob man den überhaupt craften kann. Aber ich denke, doch, natürlich kann man den craften, oder? Nee, früher ging's nicht. Mhm. Aha. Oh, aber das geht jetzt auch nicht. Oh Mann, ey. Dann brauchen wir auch noch einen Pferdestall. Und das sieht schön aus, das Fenster hier. Auf dem Marktplatz raus. Habe ich denn das alles noch da? Nehme ich also erstmal wieder alles holen. Cool. Also ich feiere das schon. Was halt jetzt noch interessant wäre, wie... Also mit Nether kann man das Dach nicht machen. Wo? Bei unserem... Wie nennen wir es denn? Corner. Am Corner. Warum nicht? Weil das sieht scheiße aus auf Sandstein. Warum? Na, guck dir mal Sandstein und Nether an. Ja und? Das sieht doch kacke aus. Wenn dich das so stört, also was ich finde, was da schön dazu passt, das wäre Schwarzeichenholz, weil das so richtig schön dunkel ist. Und das gibt so einen schönen Kontrast. Das sieht dann so ein bisschen nach Bananensplit aus, so gelb und dunkelbraun, aber fand ich für mich so eine schöne Kombi. Ich habe hier noch Schwarzeichenholz. Da, machen wir das direkt mal. Und hast du schon eine Idee für einen Fußbodenbelag? Nee. Idee habe ich nicht. Idee habe ich nicht. Ja, wenn du vielleicht auch. Wie wär's mit Eichen oder vielleicht sogar Fichtenholz? So ein bisschen was Rustikaleres noch. Aber nee, was hältst du davon, wenn man den wieder mit irgendwas Polierten macht? Das kannst du auch machen. Das wäre doch mal auch geil, oder? Dann was Dunkles, dann nimmst du Andesit. Haben wir Andesit da? Statt Diorit und Granit da. Die Kiste, da ist richtig was da. Ja? Oben, über dem Cleanstone, Andesit, ist richtig viel da. Okay, dann müssen wir den mal noch mitnehmen. Zwecke sollte das Dicke reichen. Da nehme ich mir mal zwei Stacks mit und hau die mal noch in den Ofen. Ist hinten noch was? Die hinteren können wir noch mal nutzen. Okay, man kann keine Sattel mehr craften. Geht einfach nicht mehr. Nee. Scheiße, ganz ehrlich. Kann man nicht mehr craften? Ja. Seit der 1.7.2. Na, dann musste man Game Mode ändern. Ja, aber ist doch kacke. Also. Ja. Ja, da musst du einen Dungeon finden halt. Ja. Oder halt mit den NPCs handeln. Mach dich weg vom Bräuler. Aber das. Also bei den NPCs ist es auch sehr selten, dass man einen findet, der das handelt. Mhm. Und ja, ansonsten halt nur Dungeons. Und Dragons. Achso, wollen wir was holen? Ja, ärgerlich, aber dann ist es so, ne? Also, ja. Wir spielen das Game, wie es ja, wie es halt ist, ja. Ja, definitiv. Brauchen wir nicht drüber reden.
Aber es ist trotzdem ärgerlich. Das bleibt ja, halt leider nicht. Das nervt ja halt trotzdem, das muss man halt dann auch dazu sagen. Gut, daraus mache ich dann das so. Glas. So und so. Meine Hier ist noch meine Schere, die brauche ich dann auch. Brauche ich noch irgendwas? Wir brauchen dann noch. Bauen wir das alles aus den Dingern? Nochmal zweimal, wie das nicht. Putzenkiste. Ah, wie essen? Ja, das, ich meine, das mit dem Holz ist ja jetzt nicht aufs per sofort, oder? Nee. What? Sagt er, das andere Holz zu haben, ist jetzt nicht per sofort, oder? Ich bin gerade ein bisschen demotiviert. Ja, das so, ist halt ärgerlich. Das ist halt ärgerlich, das Tropenholz, was du besorgen solltest. Ja, wollte, nicht solltest. Oh, da hat er sich gleich wieder. Du sollst nicht, du musst. Ton macht die Musik. Ja. Kriege ich bei 99 Damage sehr oft mit. Ja, weil? Das ist, da wirst du angepfiffen, oder? Naja, ich bin ja generell in dem Bereich tätig, wo die Leute gerne einen angreifen wollen. Mhm. Und, ach Quatsch. Oder das auch tun halt. Sag ich mal so. Und die CS-Community, so sehr ich das Spiel auch liebe, ist aber eine sehr, naja. Unsoziale? Ja. In der Community. Hinsicht? Also das ist wirklich, also Umgangston vom Feinsten, wo du dir denkst, leck mich doch am Arsch, Alter, wie kann man denn da nur, also, boah. Ist schlimm, ist einfach wirklich schlimm. Schade, ne? Umgangston? Sehr schade, ja. Da haben wir das halt auch sehr oft, die Leute sich fragen, warum wir jetzt den und den bannen oder den und den rausschmeißen, wo man sagt, ey Leute, denkt doch einmal drüber nach, über das, was ihr gerade geschrieben oder gesagt habt. Ist doch völlig klar, warum ihr da jetzt rausfliegt. Naja, egal. Okay, wir haben jetzt... Glas, so. Ach, das ist Glas, so. Das ist schon übersehe das Glas manchmal, dass es da ist. Pass auf, bei dir kommt gerade ein Skelett. Ja, ich sehe es gerade. Ist hier hochkonzentriert am Bauen. Nervt der hier rum, der Sack. Oh, verpiss dich, Alter. Hat man aber schon. Thema. RTL mehr als genug. Ja, es wird immer wieder ein Thema werden. Ja, weil es einfach, einfach so scheiße ist. Was? Also das Thema einfach RTL, es ist halt... Das Thema RTL ist scheiße. Nee, hab ich doch gerade gesagt, RTL ist scheiße. Oh, recht hat er recht. Ja, eigentlich haut das hin, ja. Ich schon komm, wir kriegen dann... Abmahnung von RTL rein. Unterlassungsklage. Unterlassungsklage, ja. Nächster Prozess. Nächster? Hatten wir schon einen? Naja, also den RTL führt. Ach so. Gegen. Die haben ja immer zu tun. Ja. Die müssen ja immer alle Leute mundtot machen. Ist halt so. Ja, ne, aber die Anwälte sollen ja auch nicht zu Unrecht bezahlt werden. Genau. Die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Die brauchen ja auch eine Daseinsberechtigung. Ja, sicher. Meine ich damit, ne? Ja. Schon krass, wenn man so wirklich mal überlegt, wie hammerhart diese Industrie halt. Also egal, welche Industrien man jetzt nimmt halt, ne? Also wie die untereinander miteinander wirken. Und einzelne Leute immer wieder mundtot machen. Dieses also wenn ganze... geilste Beispiel ist ja Snowden halt, ne? Der Typ hat nichts falsch gemacht, überhaupt nichts falsch gemacht. Und wird dafür so belangt oder soll dafür belangt werden. Ich meine, was der Typ aufgegeben hat. Damit, sein ganzes Leben eigentlich. Ja, ne? Eben, der alles verbirgt, alles. Er wird nie wieder ein ruhiges Leben führen können. Nee. Überhaupt nicht. Ja. Und dafür muss man den halt echt, also bin ich für mich halt, für meinen Teil sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
dass der das gemacht hat. Sich da einer so opfert. Ja. Um einfach mal die Wahrheit zu sagen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gelesen mit den mit dem Folter, also mit dem CIA-Bericht? Ich hab da heute das, ich hab's gesehen, ja, aber ich hab nicht genauer nachgeschaut. Total krank, also die haben halt einen Bericht rausgegeben, wo, ja, also wie halt denn die Folter so lief. Mhm. Und letztendlich, also ich glaube in dem Zeitraum von 2001 bis 2006 irgendwie sowas. Mhm. Und auf welche Art und Weise die Leute foltern und warum. Okay. Und was gemacht wurde. Und ja, und wie viel Informationen sie eigentlich rausbekommen haben. Und letztendlich hat man es schnell mitgekriegt, okay, die haben zwar gefoltert wie die Waldmeister, Na, wahrscheinlich aber, auch wie die Waldmeister. Aber haben null Informationen rausbekommen. Nichts und letztendlich damit erreicht. Dieser Bericht lässt im Endeffekt die USA eigentlich darstellen, also ist halt de facto, ist die USA ein Folterstaat. Ja. Punkt. Aus. So, Punkt. Aus. Wie geil, also wie, na, wie soll ich sagen, wie nah sie auch an der Zeit sein wollen, sind sie es eigentlich nicht. Ja. Das, also, das hat mich gierig schockiert, weil die vor allem, also was sie alles gemacht haben. Also ich meine, was man ja kennt, ist ja Waterboarding oder sowas, ne? Ja. Das hat man ja, liest man ja immer wieder. Aber die haben Leute teilweise, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 180 Stunden lang nicht schlafen lassen. Alter. Mhm. Die Leute wurden paranoid, haben Hallos gehabt ohne Ende und die haben teilweise Leute anal penetriert. Hä? Weil sie Spaß dran haben oder weil dann besonders gute Informationen entlockt werden können? Was oder auch immer. Und das wirklich das Kranke dabei ist auch noch, dass da zwei Leute mit dabei waren. Diese Forscher der Folter, was denn eine effektive Folter ist, die noch nicht mal irgendwelche Doktoren waren oder irgendwas, sondern die halt einfach Spaß am Foltern hatten. Ja, ich meine, ein bisschen Spaß musst du daran haben, wenn du so einen Job machst. Ey, aber sonst machst du doch den Job nicht. Aber das ist eine kranke Persönlichkeit, ja, ganz ehrlich. Und das ist halt ja einfach ganz außer Frage. Das ist irgendwie abartig. Ja, abartig trifft es noch nicht mal. Also ich war schockiert und war. Es ist ein ganz krasses Thema auf jeden Fall. Das ist halt irgendwie, wie krass sie sich auch darstellen wollen, es ist halt eigentlich, nee. Die sind noch nicht in der heutigen Zeit angekommen. Also egal, was man da halt nimmt und wie fortschrittlich sie sein wollen und der American Dream und fick dich eigentlich. Das ist halt einfach, weißt du, und vor allem, dass sie da auch noch sagen, ja, jeder Mensch und seine Würde und Freiheit und hast nicht gehört, weißt du? Und dann so eine Geschichten, so eine Sachen, das ist doch einfach, boah. Nee. Bitter. Ja, bitter. Das ist schwer, Worte dafür zu finden, aber es ist einfach nur krank. Traurig. Traurig und krank, ja. Gesellschaft wird und Ja, oder schon immer war, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, bin jetzt kein amerikanischer leck mich am Arsch Student oder der sich damit befasst, aber das ist halt einfach nee. Naja, das war auf jeden Fall ganz schön hardcore. Und vor allem, eigentlich müsste man die USA dafür belangen, in meinen Augen. Ja, ne? Müsste sie eigentlich vor Den Haag stellen und sagen, Leute, es sind Verbrechen, ne? Es sind Verbrechen, aber ich meine, mein Gott, die haben auch Kriege geführt, wo sie gesagt haben, die dienen den und den Sachen und Massenvernichtungswaffen dahin gesagt. Aber letztendlich hat man auch festgestellt, gibt's nicht, gab es nicht. Und trotzdem interessiert's keine Sau. Ja, weil die machen dürfen, was sie wollen. Aber ich denke, ist ein Wandel erkennbar mittlerweile in der Gesellschaft und in der Weltordnung, wenn man es das so nennen darf. Das denke ich schon, dass da jetzt ein Wandel kommt, weil ich hoffe es. Die verlieren halt immer mehr an der wirtschaftlichen Macht und das ist nun mal die tatsächliche Macht, ne? Die Wirtschaft. Wirtschaft regiert definitiv. Die Welt. Aber wenn du das so siehst, dann ist halt ist China die nächste Weltmacht.
Genau. Und das würde ich auch nicht als positiv empfinden. Nee. Weil die menschenrechtlich genauso auf denselben Richtig. Stand sind, wie die USA es jetzt offenbart hat. Richtig. Und das ist halt eigentlich irgendwie, keine Ahnung. Aber trotzdem finde ich es traurig, dass man offensichtliche Sachen nicht anprangern kann oder darf. Oder wenn man es tut, dann hast du hier wie Snowden halt einfach nur verkackt. Ja. Das ist halt... Dann ist die Kacke am Dampfen, ne? Das geht ja eigentlich nicht. Also das ist ja... So eine gefühlte Doppelmoral irgendwo. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Leider Gottes. Naja, genug von diesem traurigen Thema. Ja, das ist definitiv ein Thema, was definitiv wichtig ist. Und wo man auch mal drüber nachdenken sollte und sich vielleicht auch informieren sollte. Definitiv. Also das muss man mal einfach auch so sagen. Und das gebe ich jetzt mal an allen Zuschauern, jungen Zuschauern vor allem, die sich gerne von Sachen berieseln lassen, die... Küche, treffen. Treffen? Ausflicken. Was? Küche, Hausflicken. Man sagt ja immer so gerne, man darf sich halt, oder man sollte sich, man sollte den Medien nicht immer allen Glauben schenken. Mhm. Wo ich durchaus Recht geben muss. Mhm. Ja. Aber, ich sag's euch so, behütet euch oder wahrt euch vor diesen Blog-Sachen, die es da gibt, die obskrusesten Verschwörungstheoretiker, ja. Theorien haben, die halt euch einfach nur den Kopf verdrehen wollen. Mehr ist es nicht. Beließt euch dann lieber mit 10.000 anderen Sachen von Medien, von öffentlichen Medien halt und bildet euch eure eigene Meinung daraus. Ja. So, wie dazu. Mal ein bisschen drüber nachdenken über Sachen, die man liest, dann ist nicht alles immer... Ja, es ist allgemein wichtig, ne? Die Bibel liest du auch nicht und glaubst auch sofort, dass alles wahr ist oder sollte man zumindest nicht. Sag mal, Alter, was hast denn du hier gemacht? Was ist denn hier passiert? Na, ich komme um die Ecke und da stand ein Creeper. Das war echt fies, der hat mich kalt erwischt. Machst du das jetzt? Ich wollte jetzt erstmal... Im Haus oder aus dem Haus? Nee, außen am Haus. Hier, dann brauchen wir uns hier mal ein Stück Glas. Ja, Glas eben, ich suche auch noch mehr als genug. Wo ist Glas? Das gibt's in der Sand. Ja. Im Sand. Ach, da ist schon was drin, oder was? Ich hab's schon. Ach so, ich brauch trotzdem noch ein bisschen. Nix schnell. Hausecke habe ich schon neu gebaut. Muss bloß noch Holz besorgen für den Pfosten außen. Nein, jetzt hab ich... Oh, Mann. Ganz blöd, ey. Mit Glas in der Hand Türen öffnen wollen und dann einmal daneben geklickt. Zack, Glas an der Wand. Ja. So, na dann gehe ich mal Eichenbäume fällen. Ricky. Ja. Ricky, kannst du mal bitte mit... Ich hab die auch da. Hast du eine Schere dabei? Nee, ne? Nee. Ist eine Eisenkiste, glaube ich. Nee, ich hab hier eine da. Dann warte mal kurz. Achso. Dann gebe ich die dir mit. Kannst du da mal bitte hier ein bisschen Blumenzeug holen? Blumenzeug oder Laub? Oder was meinst du? Ja, Laub. Weil ich will ein bisschen was hier Style und so, ne? Hat den Zombie gehört? Wo kommt er denn? Brauche ich noch was? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die Treppen. Habe ich noch welche? Das machen wir mal weiß, das geht. Du bist noch beim Corner zugange? Ich bin beim Corner, genau. Ich wollte jetzt ein bisschen überlegen, dann hier wegen der Abwechslung und man rennt ja dann tausendmal doch hin und her. Achso, warte mal hier, wo bist du denn? Draußen? Normal Treppe hoch? Ja. Gut. Leute, ich muss die Küche um ein Wandbreit Ricky? Zerstören. Ja. Wieso? Der Symmetrie wegen. Nee, weil wir halt links von dem Verzauberungstisch würde ich jetzt halt alles ersetzen mit dem Cleanstone halt, mit dem Stone. Okay. Und dann hast du aber rechts rum, würde ich halt auch die Wand dahin ziehen, aber dann würde halt sozusagen eine Wand fehlen, also da würde es halt asymmetrisch aussehen. Okay, also ich kann nicht so ganz folgen, aber. Ja, wenn du es siehst, dann weißt du, was du meinst, was ich meine. Würdest du nicht anders machen? Mache Chain.
Mach es, aber mach es schön.